Seien Sie ganz herzlich begrüßt. Islamisch gesprochen, Assalamu alaikum. Mittlerweile, dadurch, dass die arabische Sprache mehr oder weniger, auch wenn das jetzt nicht unbedingt das beste Beispiel, was uns hergebracht hat, aber mittlerweile doch angekommen ist, dürfte Salam Gruß mittlerweile vertraut sein. Nochmal Assalamu alaikum meinerseits. Friede sei mit Ihnen. In den kommenden und vielen herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier zu Ihnen ein paar Worte sprechen darf, in einem großen theologischen Rahmen und selber auch sozusagen aus eigener Erfahrung und vielleicht mal die eine oder andere biografische Notiz wird da hier und dort einfließen, dass ich da zu einem großen Themenfeld spreche, und zwar, welche Rolle, welchen Auftrag kann die Theologie überhaupt in diesem komplexen Themenfeld der Flüchtlingskrise haben und welche Rolle kann sie spielen. Das ist so der Rahmen, in dem ich mich befinde, und wenn ich da einen genuinen Auftrag von Offenbarung oder von Theologie denke, auch im islamischen Sinne, dann habe ich das einmal mit Dankbarkeit und mit Demut und mit Hoffnung und Anerkennung zu tun. Das sind die Grundkategorien, die auch mein theologisches Denken, mein theologisches Selbstverständnis von Islam und Muslimen prägen. Und das ist auch sozusagen die Grundlage meines Beitrages. Ich möchte mit ausgehend von einem muslimischen Spruch des Propheten, genannt Hadith, ausgehen. Wer den Menschen nicht dankt, kann auch Gott nicht danken. Man lam yashkur an-nasa la yashkur Allah aw lam yashkur Allah. Ich möchte das auch mit einem großen Lob und großen Dank an Deutschland, an diese Gesellschaft, nicht nur an die politische Struktur, sondern auch an alle Menschen, die tatsächlich bewiesen haben, wie großartig Deutschland ist. Das ist kein politisches Statement. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das, was hier in unserem Land, erlauben Sie das mir auch so zu sagen, weil ich mich gerne auch zu diesem Land zähle, was in unserem Land alles stattgefunden hat. Diese Willkommenskultur war nicht strategisch. Diese Willkommenskultur hat viele auch überrascht. Und diese Nähe von Menschen zu Menschen in Not hat uns wirklich alle bewiesen, dass die Religion und die Theologie nicht so fremd ist in Deutschland, wie manche immer von außen auf Deutschland blicken und sagen, das ist ein säkulares System oder eine säkulare Gesellschaft, wo Religion keine Rolle spielt. Und das ist genau das, was ich auch mit meinem Beitrag hervorheben möchte, dass wir vor Herausforderungen stehen, die wirklich von bisher nie dagewesenen Dimension auch zu tun haben. Und jeder, der versucht, irgendwie uns auch im Namen der Religion, im Namen der Theologie zu vermitteln, ich habe parat ein Beispiel, also eine Norm dafür oder auch eine Lösung dafür, belügt uns. Also diese erste Feststellung, und da habe ich das mit Demut zu tun, dass wir im Grunde genommen als Menschen hier auf, also unsere Werte, unsere Grundüberzeugungen, das, was wir von Gott oder das, was wir von ihm gelernt haben sollten als Menschen, oder das, was uns auch die Vernunft als zweite Instanz einer Theologie oder auch erste, das ist eine interessante theologische Debatte, was uns gelehrt hat, dass wir nochmal im Hinblick auf diese Werte auf den Prüfstand gestellt haben. Es ist leicht, in guten Zeiten von guten Werten zu reden, und es ist schwierig, in Krisenzeiten von guten Werten zu reden. Das ist genau das, worauf wir momentan was auf dem Prüfstand geprüft wird. Und da stelle ich einfach mal einen kompletten Aufgabenwandel in der Theologie fest. Bisher haben viele Moscheen nur gepredigt, haben viele Moscheen sozusagen nur eine Art normative Kraft der Theologie gepredigt und im Vordergrund gestellt. Das, was uns jetzt eingeholt hat, zwingt uns dazu, von diesem Modus des Predigens Abstand zu nehmen, hin zu einer aktiven sozialen Gestaltungsaufgabe, uns zu überwinden, uns zu bewegen, weil die Gesellschaft uns weil die Verantwortung innerhalb der Gesellschaft groß ist und uns dazu zwingt, sozusagen auch einen theologischen
Auftrag hier zu definieren. Es ist leider ein Zustand der strukturellen Asymmetrie, die wir schon längst in Deutschland haben. Wir haben jede Menge integrationspolitisch was versäumt. Jetzt stellen wir fest, dass wir gerne Ansprechpartner hätten, theologische Verbände, die strukturell stark sind und uns unterstützen können. Das kann man ihnen nicht vorwerfen, weil die strukturelle Asymmetrie sich an diesem, in diesem Konflikt noch sehr deutlich auch offenbart und festmacht. Und damit müssen wir auch als Stück Herausforderung umgehen. Wir haben es auch mit Herausforderungen zu tun, dass, und ich sage jetzt bewusst, nicht die Mehrheitsgesellschaft, sondern die Gesellschaft der Mehrheit in der Hinsicht so herausgefordert ist, quasi zwischen diesen Polarisierungen, Kräften unserer Gesellschaft, aller Couleurs. Wir haben es auch mit Muslimen, die gerne, oder mit sogenannten muslimischen Gruppierungen, die gerne auch diese Krise nutzen wollen, um eigene Kräfte aufzubauen und selber sozusagen ihr Unheil zu betreiben. Und wir haben es natürlich auf der anderen Seite mit anderen politischen Kräften, die diese Situation als Sprungbrett nutzen wollen für ihre politische Zwecke und Karriere. Und da suche ich einfach mal die Gesellschaft der Mehrheit, nicht die Mehrheitsgesellschaft, die Gesellschaft der Mehrheit, die fest daran glaubt, dass, der Weg der Mitte, der Weg in unserer Gesellschaft, der Zusammenhalt unserer Gesellschaft, im Grunde genommen ein Auftrag und eine Aufgabe aller ist und nicht nur sozusagen von Politik. Wir haben es gemerkt, wie stark unsere Zivilgesellschaft ist, und nochmal an dieser Stelle mein großes Lob. Und ich möchte auch, das habe ich auch vorhin unserem also dem Kollegen auch mal gesagt, warum verkaufen wir das alles immer unter Wert? Warum, also wenn wir die Situation in Deutschland vergleichen mit anderen Ländern, kann man natürlich immer was verbessern, aber das alles unter Wert zu verkaufen, finde ich uns gegenüber, der Gesellschaft gegenüber, unfair. Selbst wenn wir so von der Politik auch oft im Stich gelassen werden, weil einfach eins, und das muss man feststellen, so etwas wie ein Masterplan fehlt. Das heißt, mein theologischer Auftrag lautet, für den sozialen Zusammenhalt einzutreten. Ich würde ein bisschen auch mal erzählen, was Muslime auch außerhalb von den öffentlichen oder politischen Kreisen sozusagen auch in den Gemeinden erzählen. Was unser, wenn ich persönlich auch und viele andere Kollegen in bestimmten muslimischen Kreisen, in den Moscheen, in den Gemeinden, was da gepredigt wird, was da gesprochen wird. Das ist das, was wir versuchen, Vertrauen aufzubauen. Wir möchten einfach das, was auch eben angesprochen wurde, religiös motiviert, eine konkrete Lebensbewältigungsidee auch zu vermitteln, was es bedeutet, hier in Deutschland anzukommen. Diese konkrete Alltagshilfe, wovon die Kollegen auch gesprochen haben. Und die theologische Aufklärung. Die theologische Aufklärung über einen Stellenwert oder eine Rolle und Funktion der Theologie in einer säkularen Gesellschaft. Dass wir es auch mit Menschen zu tun haben, die leider die Theologie, Schrägstrich die Religion, oft als Destabilisierungsfaktor in ihren Ländern kennengelernt haben und schlimme Erfahrungen damit gemacht haben. Und jetzt kommen sie in Deutschland und wir möchten sie einfach mal versuchen aufzufangen und sie von dieser negativen Erfahrung zu trennen. Und es ist schön und es ist wunderbar und es ist toll, dass wir auch so ein Projekt wie Islamische Theologie in Deutschland haben. Dass wir sozusagen nochmal von dieser neuen Warte aus versuchen, eine positive, eine sozial stabilisierende Funktion von Theologie zu vermitteln. Und nicht zuletzt, dass das, was leider dort in diesen Konfliktregionen verloren gegangen ist, nämlich die Kommunikationskompetenz und die Verständigung und die gewaltfreie Idee oder die Idee der gewaltfreien Konfliktlösung, dass wir das auch nicht nur strategisch vermitteln, sondern auch als genuin theologisch auch vermitteln. Das ist dann die Herausforderung, die für uns entscheidend ist. Wir brauchen neue Denkmuster, um diese neuen Herausforderungen zu meistern. Dafür gibt es die theologische Kategorie der Tafakkur. Also ich verstehe die Theologie in diesem Zusammenhang als reflexive Disziplin. Und das heißt, wir stellen jetzt neue Korrelationen von religiöser Norm. Wenn irgendjemand kommt nach Deutschland und denkt, ich kann jetzt mit meiner Frau so umgehen, es ist Zeit für uns, uns auf genuine islamische Werte
zu uns zu besinnen, ihm zu sagen, dass das auch im Namen der Tradition Mohammeds nicht in Ordnung ist. Und das ist im Namen des Islam nicht in Ordnung. Und da haben wir den Islam nicht neu gefunden, sondern durch die Krise kommen wir dazu, sozusagen uns auf die wahren Werte, in Anführungszeichen, zu besinnen. Genauso wie die Gesellschaft im Allgemeinen sich versucht, auch darauf zu besinnen, was sind im Grunde genommen unsere wahren Werte. Und das ist genau das, was wir auch erleben. Wenn Menschen sagen, ich komme in Deutschland und ich erlebe hier den Islam, den, was ich da dort in meinen Ländern vermisst habe. Ich erlebe das in der Art und Weise, wie mir geholfen wird. Ich erlebe das in der Art und Weise, wie der Staat versucht, auch uns zu schützen. Ich erlebe das in der Art und Weise, wie hier politisch diskutiert wird. Ich erlebe das in dem Traum, wovon wir alle da geträumt sind, wofür wir unser Leben auch geopfert haben, in Freiheit und in Demokratie zu leben. Das versuchen wir sozusagen theologisch zu untermauern. Das sind genauso die Werte, für die wir auch eintreten, genauso die Werte, die wir auch islamisch gut vertreten können und genauso die Werte, die auch, wie Sie das gleich sehen werden, auch von Gott auch gewollt sind, abgesehen davon, ob derjenige, der das zustande gebracht hat, einen muslimischen oder einen nicht-muslimischen Laden haben, das spielt in dem Zusammenhang keine Rolle. Drei Aspekte, oder drei Dimensionen erfasste ein Sahabi. Es ist ein Klassiker im Islam, ein Freund des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Wir pflegen im Islam immer auf den Propheten Segen zu sprechen. Friede sei mit ihm. Drei Aspekte hat er hervorgehoben. Das sind Grundwerte, die wir, wenn wir jetzt sozusagen theologisch die eine oder andere Idee umschichten, dass wir die auch in den Vordergrund stellen, theologische Werte. Gerechtes Handeln ist das Erste. Frieden stiften für die Welt oder in der Welt und teilen, spenden und bei begrenzten Ressourcen. Das sind drei Elemente, die den Glauben ausmachen, die den Glauben im islamischen Sinne, Iman, im Sinne von Vertrauen mit sich selbst, Vertrauen mit Gott und Vertrauen mit der Umwelt ausmachen. Das sind, wie gesagt, Werte, die wir gerne in den Vordergrund stellen. Das ist ein Grundsatz, den wir auch, also aus dem Koran, den wir sozusagen auch leider in vielen Debatten um den Islam oder auch aus islamischen Regionen mehr oder weniger aus dem Blick verloren haben. Was Allah im Grunde genommen will, damit sollen die Leute auch konfrontiert werden. Das bringen wir auch ihnen nach. Dass Gott im Grunde genommen Gerechtigkeit will, dass Gott gütig, also uns auffordert, gütig zu sein, den Nächsten zu geben, er verbietet alles, was schändlich und verwerflich ist und die Gewalttätigkeit. Es ist jetzt nicht keine politische oder strategische Übersetzung, sondern das ist genau der Ausdruck von Bari, der hier verwendet wird, und das ist die Gewalttätigkeit. Das sind Werte, wo die Diskrepanz zwischen Norm und Realität in der islamischen und arabischen Welt leider so groß geworden ist, dass die Leute sagen, ach Gott, sagt der Islam dann sowas? Es ist nicht nur ein Überraschungseffekt unter Nicht-Muslimen sozusagen, sondern auch unter vielen Muslimen, die hier kommen und feststellen, dass die Theologie doch einen anderen Beitrag hat, als nur politisch instrumentalisiert zu werden, so wie es leider in der arabischen Welt in dieser Krisensituation, muss man sagen, oft der Fall ist. Wir haben es mit einem großen Gelehrten zu tun aus dem 12. Jahrhundert, Al-Azz ibn al-Salam, der aus diesem Vers einen Grundsatz, also einen ethischen Ansatz entwickelt hat, ein Maslaha. Also er übersetzt diesen Auftrag von Gerechtigkeit und anderen Menschen gütig zu sein mit Ihsan und verbindet das mit dem Gemeinwohl. Und das ist ein Auftrag, das ist ein universeller Auftrag des Islam in jeder Gesellschaft für den Zusammenhang und für das Allgemeinwohl auch einzutreten. Und das ist eine Frage der Abwägung. Ich sage das deshalb, weil wir es momentan mit einer extremistischen religiösen Orientierung zu tun haben, die diese ganzen Prozesse von Aushandeln, von Zielen, Aushandeln von Strategien, Aushandeln von Lösungswegen für nichtig erklären und denken mit einem einfachen Weltbild oder mit einem einfachen Lösungsmuster für alles eine Antwort zu haben. Dagegen versuchen wir auch anzugehen. In der Geschichte des Islam ist für jeden Muslim bekannt und auch mittlerweile, denke ich mal, auch überall, seitdem wir auch Islamunterricht haben in Deutschland, dass der Prophet selber sozusagen diese Flüchtlingserfahrung gemacht hat und erlebt hat. Das ist für uns vertraut mit dem Begriff Hijra, dass er
auch Opfer sozusagen von Schikanen, Opfer von Folter und Vertreibung war. Und er hat selber den Status als Flüchtling erlebt. Und dann versuchen wir auch mal zu sagen, was hat der Prophet in dieser Situation, wenn du sagst, er ist mein Vorbild, was hat er überhaupt gemacht? Und das sind die ersten Worte des Propheten, als er in Medina angekommen ist. Verbreitet Frieden, grüßt Bekannte und Unbekannte. Das sind einfache Alltagsregeln, die wir versuchen auch mal den Menschen beizubringen, je nachdem jeder in seinem Wirkungsbereich. Ich erlebe das auch in den Schulen, ich erlebe das auch bei der Betreuung von Flüchtlingen an verschiedenen Stellen. Das sind Dinge, wo man einfach mal erstmal eine große Unsicherheit auch erlebt, wie man den Frieden, den man leider, und wir haben es mit einer Gruppe zu tun von Menschen, das können Sie sich hier, können wir das uns nicht vorstellen, die seit Anfang ihres Lebens keine Struktur, keine Staatsstruktur kennen. Bestimmte Leute, die aus Afghanistan oder aus dem Irak kommen, die haben diese Vorstellung von Staat nicht erlebt. Das ist einfach mal so das Stichwort Frieden und Begrüßung leider in Fremdwort. Als der Prophet dann anschließend das Soziale versucht hat zu gestalten, gab es da die sogenannte medinensische oder Medina-Karte. Der hat sich auf einen Vertrag auch mit der Gesellschaft eingelassen und hat das auch mit denen ausgehandelt. Das sind auch Fakten theologischer und religionspädagogischer Art, mit denen wir auch arbeiten. Dass da keine Ausnutzung der Ressourcen des Gastgebers erlaubt ist. Und die Einhaltung der Gesetze und Vereinbarungen gehören auch zur islamischen Theologie. Genauso Respekt der Bräuche und Sitten im Gastgeberland gehören auch dazu. Hätte ich jetzt gerne ein bisschen mehr Zeit, um das ausführlich darzustellen. Aber wenn man diese Charta von Medina untersucht und sagt, worauf alles geachtet wurde, dann ist es für uns ein sehr gutes Modell, wie wir auch das Soziale und den sozialen Zusammenhalt versuchen, auch gemeinsam hier zu gestalten. Das sind alles Momente, wo wir sagen, okay, selbst der Prophet hat erstmal geguckt, wie wird dann in Medina beraten? Was gibt es da für Stammesstrukturen? Wer hat hier was zu sagen? Was haben hier Frauen und was haben hier Männer zu tun? Die Frau war immer aktiv und war nie ein Opfer, so wie wir es leider in IS-Ideologie heutzutage erleben. Die stand also im Mittelpunkt des Sozialen und hat auch mitgeholfen, solche Verträge auch auszuhandeln. Diese Dankbarkeit und die Anerkennung ist auch nicht nur ein Wort der politischen Strategie, sondern auch eine Haltung, die wir auch mitbringen und auch der Gesellschaft gegenüber zeigen. Das sind Momente, wo wir sagen, okay, da wird auch die Theologie für uns fruchtbar, um den Leuten eine neue Orientierung zu geben. Das wird wahrscheinlich jetzt hier so weit führen, mit Blick auf die Uhr. Habe ich die rote Karte oder noch nicht? Weder grün noch rot, das ist gut. So, dass ich da noch zu einem anderen Aspekt kommen kann. Aber Sie merken, also es ist auch für uns eine Erfahrung, den Koran sozusagen auch anders zu lesen. Durch die Krise, durch die Betroffenheit, dadurch, dass die Leute einfach mal wirklich ein anderes Bedürfnis haben. Also viele verabschieden sich von der Religion, muss man zugeben. Viele wollen nichts von der Religion mit der Religion zu tun haben. Aber andere suchen im Grunde genommen den neuen Zugang zu diesem Glauben. Und das ist unsere Chance zu sagen, wir sind in Deutschland auch hier, wir haben die Erfahrung gemacht. Ich bin selber ein Flüchtlingskind in Anführungszeichen gewesen und habe all diese Stationen gemacht. Und ich bin froh, dass ich hier in Deutschland gelandet bin und nicht woanders. Und das muss man auch mal hochloben. Und wie gesagt, es sind keine Worte, um sie jetzt irgendwie anzubiedern oder die Gesellschaft, sondern das ist Fakt. Und da wünsche ich mir mehr Selbstvertrauen auch in Anführungszeichen in der deutschen Seele. Die ist immer so stark, also geht mit sich ins Gericht. Und das ist gut, Kritikfähigkeit steht ganz hoch in der deutschen Bildung, aber es darf auch mal auch Worte des Lobes und der Anerkennung auch sein. Wir haben es mit einem, mit einem Auftrag zum sozialen Frieden, und das sind auch Momente, wo wir auch deutlich sagen, wenn wir uns fragen, warum
kommen bei all dieser Krise noch irgendwelche schwarzen Schafe und wollen tatsächlich hier Terror und unseren Frieden noch stören? Das ist eine Frage, die uns theologisch auch sehr beschäftigt. Und die entscheidende Antwort, die wir oft bekommen, wir sind im Krieg. Und das ist auch unsere Auftrag, unser Auftrag, junge Leute, auch Menschen aufzuklären, dass wir, wenn sie hier in Deutschland sind, sie sind auf einen Vertrag verpflichtet und sie befinden sich nicht im Krieg. Diese Vorstellung, selbst wenn ich hier bin, bin ich im Krieg, sozusagen diese globale Auseinandersetzung, die wir dort haben, diese stellvertretenden Kriege, die wir in der Region erleben, bringen auch welche hierher mit und begründen das leider und finden auch Zugang zu unserer jüngeren Generation auch hier in Deutschland. Da muss man sehr, 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 sehr gut aufpassen, dass die Lager sozusagen nicht so stark vernichtet werden. Wir klären auf, dass hier ein Friedens sozusagen Zone ist und hier ist kein Krieg und man darf sozusagen keine stellvertretenden Kriege hier führen und auch keine Auseinandersetzung. Das, was wir sozusagen als demokratischen Prozess erleben, nehmen manche quasi als Krieg wahr und das wollen wir verhindern. Das ist eine Vorstellung, das ist jetzt an die Öffentlichkeit gerichtet, dass wir es weiter mit einer Islamisierung des Islam zu tun haben. Das ist leider so, also vor wenigen Jahren haben wir immer mit dem Vorwurf als Muslime zu tun gehabt, wie rigide die islamische Vorstellung im Umgang mit der Frau ist. Und nach Köln haben wir es mit einer offensichtlich freizügigen Art und Weise des Umgangs mit der Frau zu tun. Sie merken, also der Islam und der Muslime werden auch im politischen Kontext stark instrumentalisiert. Das ist wiederum ein Appell an die Gesellschaft der Mehrheit, dass wir auch aufpassen und nicht Opfer von Islamisierung des Islam, in Anführungszeichen, durch politische Kräfte werden. Aber wir haben auch es hier mit einer Art von rassistischen Entfremdung zu tun. Und da muss man auch aufpassen, weil darauf reagieren diese ganzen Extremisten mit dieser Takfir-Praxis, dass wir, also selbst wenn wir als Muslime unterwegs sind und sagen, nein, wir vertreten andere Werte, wir schichten sozusagen die Sira, also die Lebensgeschichte des Propheten, so um, dass wir doch die Positiven sein, dass wir sagen, okay, der Prophet hat auch eine Delegation aus Najran, aus dem Südjemen, empfangen. Und zwar tagelang haben sie sich aufgehalten in der Moschee des Propheten und haben mit ihm diskutiert und haben mit ihm gesprochen, dass der Prophet seine Leute auch nach dem heutigen Äthiopien geschickt hat, um Schutz bei einem christlichen König dort zu genießen. Und dass er selber sozusagen Dialoge geführt hat und auch Verträge zum Schutz von Minderheiten. Und all diese Elemente versuchen wir sozusagen auch entsprechend darzustellen, um eben gegen diese spalterische Kraft von Takfir-Praxis durch bestimmte dschihadistische oder extremistische Gruppierungen sehr entgegenzuwirken. Aber wir müssen auch mal in unserer Gesellschaft sozusagen eine gewisse Anerkennung erreichen, so wie wir es sozusagen auch aus der Tradition des Propheten auch kennen. Der sprach auch zugunsten, wenn Sie so wollen, der Christen und hat, also das finde ich immer so faszinierend, wie der Prophet auch diese Tugend, auf die wir wirklich stolz hier sein können in der Gesellschaft, also wie er dies auch formuliert hat, sozusagen als Lob an die Christen, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also diese fünf Eigenschaften hatte er, sind fünf, wo da oben vier steht, Mathe war nie so meine Stärke, aber sie waren plus eins. Also, dass sie vernünftig sind, ja, und dass sie wachsam sind, ja, und dass sie in der Lage sind, nach Niederlage wieder in starker Position und Selbstbewusstsein zu gewinnen und dass sie gütig sind und hilfsbereit und sozusagen ein größeres Herz, wenn Sie so wollen, für den Umgang mit Bedürftigen, mit Weisen und mit Schwachen und dass sie immuner sind gegen Diktatur. Das sind Worte unseres Propheten, das sind Worte des Propheten vor 1400 Jahren und die sind leider in der Geschichte des Islam durch die starke Politisierung des Islam in den Hintergrund geraten, aber das sind Worte, die wir sozusagen neu auflegen und auch große Aha-Erlebnisse unter Muslimen erleben. Und das ist im Grunde genommen
unser Auftrag, durch Irritation zu neuen Orientierungen zu führen. Die rote Karte zwingt mich jetzt dazu, an dieser Stelle einen Punkt zu setzen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen Impuls da beitragen zu dieser Debatte und freue mich auf das Gespräch. Vielen herzlichen Dank.